Also, wie gesagt, geht alles auch in kleiner und in weniger Bauteile, weniger Gewicht. Aber der wichtige Punkt ist, wir machen hier ein Tutorial, damit ihr erstmal in das Spiel reinfindet. Deshalb übertreiben wir es damit nicht. So, jetzt können wir ein paar Sachen mal ein bisschen gerade ziehen. Also, was ich jetzt machen werde, wir fokussieren diese Rakete tatsächlich sehr stark auf. Wir wollen in den Orbit fliegen. Wir werden zwei Experimente mitnehmen, weil wir die einfach noch nicht auf... noch nicht auf den Atmosphärenhöhen weiter unten gemacht haben und weil die einfach nichts wiegen, die Dinger, nicht stören. Das heißt, ich nehme jetzt für auf dem Startpad und in der niedrigen Atmosphäre diesen beiden Instrumente nochmal mit, um sie dort abzufeuern. Ansonsten ist das hier die Orbitalrakete ab jetzt. Ja, so einfach ist Raketenengineering. So. Und jetzt bauen wir uns eine Upper Stage, mit der wir quasi, nachdem wir uns hochtragen lassen haben, einen ganz guten Orbit zirkularisieren können. So, wir haben jetzt mehr Treibstofftanks mittlerweile durch die verschiedenen Sachen. Das ist der 200er und der 400er, die funktionieren genau so. Der 200er ist doppelt so groß wie der 100er, auch von der Treibstoffmenge, die er fasst. Und, wer hätte es gedacht, der 400er ist doppelt so groß wie der 200er. Das sind verschiedene Adapterstücke hier nochmal in andere Größen. Also das ist später interessant, das brauchen wir jetzt noch nicht, wie ihr sehen könnt. Was für mich als Faustformel immer ganz gut funktioniert, nehmt einfach für euer Raumschiff oben, das sieht auch relativ gut aus von der Größe her, einen 400er Tank und packt an den unten das Terrier-Triebwerk ran. So, wir können jetzt noch ein paar optische Anpassungen vornehmen, also zum Beispiel sagen, ich hätte es aber gerne vielleicht so oder so oder eben doch so. Ne, ich glaube hier, so sieht das doch schick aus, guckt mal. Eine richtig hübsche Rakete. So, das ist unser Gefährt, mit dem wir nachher oben im Orbit zirkularisieren werden und hoffentlich auch den Weg zurückfinden. Jetzt kommt aber ein ganz wichtiger Teil, ich hätte ihn beinahe auch vergessen. Wenn wir aus dem Orbit kommen, solltet ihr zumindest mal drüber nachgedacht haben, Hitzeschild mitzunehmen. Das gibt es mittlerweile in dieser Größe. Ihr seht nicht ganz die Größe unserer Kapsel. Und das gibt es natürlich auch in der kompletten Größe. Das wird hier drunter geklatscht. Das hat einen sogenannten Ablator drin, der ausgetauscht wird gegen Hitzeschutz. Der verbrennt dann. Den könnt ihr auf der Höhe lassen. Den könnt ihr auch halbieren. Je nachdem, wie schwer ihr euch tut. Ich lasse ihn jetzt einfach voll, um zu zeigen, dass das Gewicht eigentlich nicht das Problem sein sollte. Und dann machen wir die nächste Stage ran. Also ganz wichtig, nehmt auf jeden Fall ein Hitzeschild mit. Sonst könnte das ein bisschen warm werden beim Wiedereintritt, okay? Wirklich, ich meine das ehrlich. So, jetzt kommt der Part mit der richtigen Rakete. Zack, die machen wir... So, vielleicht mal gucken. Also, jetzt wird es langsam ein bisschen interessant, tatsächlich auch mit den Gewichten zu arbeiten. Ich... mir gar nicht sicher, ob das reicht. Schauen wir mal. Das sind 13 Tonnen. Ja, das müsste noch ganz grob hinhauen. Also wir sind dann schon ein bisschen höher. Ihr habt jetzt zwei Triebwerke, die sehr ähnlich aussehen. Meine Empfehlung ist, nehmt für diese Rakete, wenn ihr startet, auch wieder das Schwenkertriebwerk. Das Autark hat ein bisschen mehr Bums, also ist ein bisschen leichter und hat ein bisschen mehr Schub. Aber wenn ihr hier mal vergleicht, hier haben wir einen Vektorbereich von 3 Grad. Das heißt, das kann 3 Grad in die unterschiedlichen Richtungen gedreht werden und damit eine Steuerung ermöglichen, während das Autark diesen Vektorbereich halt einfach nicht hat. Das heißt, es ist starr nach unten gerichtet und damit wird das Lenken ein bisschen schwierig. Spätestens dann, auch wenn ihr außerhalb der Atmosphäre seid, könnt ihr nämlich keine irgendwie geartete Tragfläche oder sowas mehr benutzen dafür. Okay? Alles klar. Gut, dann haben wir das und wir haben mittlerweile auch solche Triebwerke, die man seitlich anbauen kann. Die lasse ich da jetzt aber erstmal aus der Option raus. Das heißt, wir nehmen jetzt hier das Schwenkertriebwerk und gucken, okay, das wird nicht ganz am Boden gezündet, also es wird wahrscheinlich eher so 180 Kilonewton Schub erzeugen können. Das heißt, 18 Tonnen sind überhaupt kein Problem und wir liegen jetzt bei 13 Tonnen um und bei. Das heißt, wir können hier jetzt noch ein Schwenkertriebwerk drunter bauen und sollten diese Rakete tatsächlich fliegen können mit dem Triebwerk.
So, jetzt gucken wir mal, wir sind bei 2532 Metern pro Sekunde. Das heißt, wir sind noch nicht ganz im Orbit angekommen. Wir haben aber auch noch gewichtstechnisch eine Menge frei. Und wir haben auch noch Bauteile frei. Das heißt, wir können uns jetzt überlegen, wie wir mit dieser Rakete weitermachen. Und da gibt es jetzt verschiedene Ansätze. Also, ein Ansatz kann sein, zu sagen, ich gehe in die Höhe und baue hier einen großen Feststoffbooster drunter. Der gibt schon mal ganz gut Schub. Die andere Variante kann sein, ich gehe in die Breite und baue mir noch weitere Triebwerke an. Den werden wir, glaube ich, gehen. Mal gucken, ob wir mit den Parts hinkommen. Vier davon. Vier, vier. Kann man machen. Mal gucken, ob das hinhaut. Vielleicht nehmen wir nur zwei. So, das heißt, was wir jetzt machen, ist, wir nehmen uns zwei seitliche. Wir gehen in die Richtung weg, also machen wir es so. Wir nehmen uns zwei seitliche Decoupler. Zack. So, die haben wir jetzt hier. Und wir machen dann hier die Booster ran und gucken mal, ob wir damit noch im Gewichtslimit bleiben. Das sieht gut aus. Alles ist super. So, und jetzt seht ihr schon, das bringt uns schon direkt auf 3400 Raumfahren. Da kann man schon ein bisschen was mitmachen. So, und jetzt könnte man noch überlegen. Ah, wo kratzen wir noch ein bisschen Delta V raus? Also, wir haben noch ein paar Bauteile frei. Auf jeden Fall können wir hier oben mal Bugnasen draufsetzen. Das hilft, damit die Dinger ein bisschen aerodynamischer sind und uns nicht irgendwo umflippen. So, das Ganze bringen wir jetzt mal noch auf eine Höhe, die ungefähr hier liegt. Sehr schön. So, damit wir darauf stehen können. Ich hoffe, dass das funktioniert. Oh Gott, ich habe das so lange nicht gemacht. So, zack. Das machen wir tatsächlich als gleichzeitige Zündung auch. So, und jetzt müssen wir ein bisschen gucken. Also, die Dinger haben ziemlich viel Bums. Die haben 250 Kilonewton, das heißt 25 Tonnen heben die. Davon haben wir zwei, das sind 50 Tonnen. Wir wiegen nicht ganz 30. Also, da kann man jetzt schon mal irgendwo ein bisschen zurückschrauben und irgendwo in dem Bereich gehen. Wir müssen auf jeden Fall uns auch einen Kopf darum machen, dass wir nicht flippen, wenn wir uns decoupeln. So, und insgesamt fehlen uns dann aber noch ein bisschen Schub. Da müssen wir gleich mal gucken, ob wir noch mal ein bisschen an dem Raumschiff arbeiten. So, zack. So, und jetzt fehlt uns na, ein bisschen was. Was man jetzt nochmal machen kann, ist zu gucken, ob man nicht in der Upper Stage ein bisschen arbeitet. Und zwar können wir hier mit relativ wenig Aufwand relativ viel rausholen, indem wir halt einfach sagen, zack, wir packen hier noch einen Tank ran. Und siehe da, mein Staging ist kaputt. So, das muss ich einmal kurz korrigieren. Das ist jetzt ein bisschen unschön, dadurch sieht die Berechnung auch blöd aus, weil wir schleppen die jetzt noch mit. Zack. So. Zack. So, und jetzt seht ihr, das hat uns tatsächlich Delta V-mäßig nicht so weit vorwärts gebracht, wie man sich das gewünscht hätte, weil wir eben jetzt, und jetzt seht ihr das Dilemma des Raketenbaus, weil wir jetzt einfach das Gewicht hier oben deutlich erhöht haben und damit viel mehr Gewicht tragen müssen. Das heißt, wir bauen das jetzt wieder zurück. Nehmen das Gewicht wieder runter und stellen fest, ach, Staging ist schon wieder kaputt. Es wäre schön, wenn es ein direkter Vergleich wäre. Stellen fest, wir sind so eigentlich viel besser unterwegs. Das heißt, es ist vielleicht für uns sehr viel opportuner zu sagen, wir bauen ein weiteres Treibstoffteil hier ein. Warum versteht er das nicht? Dass er da bleiben soll. Und jetzt seht ihr, ah, okay, jetzt bekommen wir auch Schub mit rein. Oder bekommen wirklich einen Boost nach oben mit einem weiteren Tank, den wir dazwischen bauen. So, das Spiel spielen wir jetzt einfach nochmal, um zu gucken, ob wir das beliebig weit treiben können. So, ich tease das schon mal, das kann man nicht beliebig weit treiben. Aber mit 3700 Delta V sind wir eigentlich schon ganz gut unterwegs. So, ich hatte gesagt, so als Faustformel. Ist es wahrscheinlich nicht dumm, 4000 Delta V zu haben, aber es müsste eigentlich auch damit ganz gut klappen. Wir können jetzt nochmal gucken, dass wir
dass wir die Rakete sauber optisch gerade ziehen. So. So, und wir haben noch zwei Bauteile frei. Da kann man sich jetzt überlegen, was man noch draus macht. Also letzten Endes. Letzten Endes könnte man mit Booster noch arbeiten. Oder wir probieren es einfach mal mit der Orbitalrakete. Ich glaube nämlich, dass wir die so eigentlich rausbekommen müssten. Ich würde es mal testen. Meine Güte, Fehler gehören dazu. So, zack, das Triebwerk. Hier haben wir das Triebwerk. Ich glaube, das sieht ganz gut aus. So, der Jebediah ist auch schon ganz gespannt. Und ich bin mal frohen Mutes, dass wir das hinbekommen. Genau, also ich glaube, die Minimalanzahl, um in den Orbit zu kommen, ist 3400 Delta V. Jetzt müsst ihr ein bisschen aufpassen, die Rakete ist jetzt natürlich sehr groß und hat noch keine Stützen. So, und wir fliegen jetzt einfach mal los. Normalerweise sollte genug Puffer da sein, um auch noch zu deorbiten. Und wichtig ist jetzt hier schon mal zu gucken, Navball Richtung 90 Grad. Das ist so ein bisschen die Richtung, in die wir uns bewegen wollen. Also wir zünden, los geht's. Und da habe ich irgendwo nicht gut gerechnet. Oh, 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 oh. Seht ihr? Sowas passiert. So, jetzt gucken wir mal, was schiefgegangen ist. Ah, ich weiß es auch. Ich habe nämlich mehr Tanks eingebaut. Und danach nicht mehr geguckt, wie viel die Rakete jetzt eigentlich wiegt. So, und wir sind nämlich gewichtstechnisch hochgegangen. Und ich habe die Dinger hier viel zu stark limitiert für das, was wir eigentlich fliegen wollen. Zack. So, da war mein Fehler. Also ihr habt gesehen, mit Escape kann man zurück in die Fahrzeughalle und seinen Fehler korrigieren, wenn ihr das falsch gebaut habt. So, sehr schön. Das kommt davon, wenn man einfach danach noch Sachen fixt und dann was vergisst. Ihr seht, die Rakete wird dann relativ schnell komplex und wir wollen jetzt im Moment nur in den Orbit fliegen. So, mit 80% sollten wir eigentlich ganz gut bedient sein. Da geht es dann nämlich auch nach oben. Und ein neuer Versuch. Jawohl, das sieht doch so schlecht nicht aus. So, da hätte wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr geholfen. Also schlecht wäre es nicht gewesen. Aber jetzt gucken wir mal, dass wir hier guten Flug rausholen und erstmal auf jeden Fall Strecke nach oben machen mit den Festtreibstoffboostern. Dadurch, dass sie limitiert sind, werden wir nicht zu schnell. Der Punkt ist halt, in der dichten Atmosphäre hier unten wollt ihr eigentlich nur so knapp über 100 Meter pro Sekunde fliegen und damit erstmal Höhe gewinnen, damit ihr nicht zu viel gegen die Atmosphäre arbeitet und dann halt relativ schnell einen Gravity Turn macht. Das sieht im Moment ganz gut aus. Also wir haben mit den 80% eine ganz gute Gewichts-zu-Schub-Ratio getroffen. Die geht jetzt hinten raus, wird die etwas schneller. Und wir müssen jetzt halt gucken, dass wir dann, sobald wir steuern können, ein bisschen den Gravity-Turn einleiten. Aber prinzipiell ist es gerade nicht schlecht, dass wir Höhe gewinnen. Und wir stagen uns jetzt dann direkt rüber aufs nächste Triebwerk. Und ihr seht, jetzt geht's weiter. Und jetzt machen wir so einen ganz leichten Schub. Das Knallen ist ganz normal. Die Booster treffen ab und zu mal ineinander. So, und jetzt beginnen wir hier quasi eine Drehung einzuleiten. Was ich mache, ist so leicht Richtung 90 Grad zu kippen. Und ihr seht, mein Bewegungsbubble zieht mit. Wir sind im Moment Thrust-Weight-Ratio technisch eher auf so einem, wir halten die Geschwindigkeit und werden nur sehr langsam schneller Bereich unterwegs. So, und was ich jetzt mache, ist das ein bisschen ausgleichen, um auf den 90 Grad zu bleiben. Und dann halt einfach auf den 90 Grad langsam. Das geht jetzt im Moment noch nicht automatisch. Später kann man mit dem Piloten das ein bisschen automatisch machen lassen. Langsam runterkippen. Warum tue ich das? Solange wir senkrecht nach oben fliegen, verschwenden wir viel von unserem Treibstoff gegen die Gravitation. Das heißt, wir wollen einen sogenannten Gravity Turn machen, denn ein Orbit ist vor allen Dingen eine schnelle Seitwärtsbewegung. Man muss auch nach oben, aber man muss vor allen Dingen auch sehr schnell zur Seite. Und sobald wir zum Beispiel einen Neigungswinkel von 45 Grad haben, verschwenden wir halt nur noch die Hälfte unseres Treibstoffs gegen die Gravitation und die andere Hälfte zahlt voll ein auf unsere Geschwindigkeit. So, ich gehe jetzt auf einen Neigungswinkel von 40 Grad runter. Das ist eine Sache, die muss man ein bisschen üben und sich dran gewöhnen. Ich gehe vielleicht sogar auf 30 Grad runter, weil wir sind ganz gut unterwegs im Moment. Ob das gut ist, was ihr da gerade macht oder nicht, das könnt ihr im Map-Modus sehen. Hier seht ihr nämlich, wohin ihr eure Apoapsis drückt. Und ihr wollt die natürlich über 70 Kilometer bekommen. Und ihr wollt dabei aber auch den Kurs immer weiter strecken.
Und ihr seht hier, wir sind in einer ganz guten Gewichtung im Moment unterwegs. Und jetzt schaltet er auch um auf Umlaufbahn von der Anzeige. Und ihr seht, wir haben mittlerweile die ersten 1000 Meter pro Sekunde zusammen. Ziel ist es, auf 2200 Meter pro Sekunde zu kommen in der Seitenwärtsbewegung. Das ist dann das, was wir landläufig einen Orbit nennen, nämlich so schnell an dem Planeten vorbeifallen, dass man nicht wieder zurückfällt. Und ihr seht hier unseren Treibstoffverbrauch. Das sieht wirklich, wirklich gut aus. Wir haben noch ganz viel Puffer in der Upper Stage, also alles im grünen Bereich. Da ist sehr, sehr viel Platz, dass ihr euch keine Sorgen machen müsst. Auch wenn ihr das Manöver nicht ganz so sauber geflogen habt wie ich, solltet ihr mit der Rakete auf jeden Fall immer noch in den Orbit kommen. So, ich senke das jetzt hier auf den Äquator runter oder auf den 0 Grad, weil ihr seht, wir sind jetzt hier über 70 Kilometer angekommen und können in aller Ruhe das noch weiter hochstretchen. Wir haben gleich 80 Kilometer Höhe, das ist alles total in Ordnung. Und dabei bewegt sich unser Orbit auch schon sehr, sehr weit um den Planeten rum. Also alles ist echt okay. Und wir werden gleich keinen Treibstoff mehr in dieser Stage haben, was aber auch völlig in Ordnung ist. So. Zack, also ihr seht, wir fliegen fast mit der ersten Stage hoch in den Orbit. Wir sind auf 238 Kilometer Apoapsis gelandet. Und jetzt seht ihr, was dieses Terrier-Triebwerk, und das ist, glaube ich, das, worauf ich gerade reingefallen bin in der Berechnung. Da müssen wir gleich mal gucken, ob es einen anderen Knopf noch gibt. Die Atmosphäre wurde mit reingerechnet. Und ihr seht, das Terrier-Triebwerk hat jetzt hier draußen im Vakuum eine unheimlich hohe Effizienz. Unser kleines Raumschiff-Triebwerk, was wir haben, mit dem wir arbeiten. Und das müssen wir einmal unten in der Fab uns angucken, wie man das umstellt. Ich habe tatsächlich den KSP-internen Berechner noch gar nicht selber benutzt. Ah, da ist er. Guck mal, da kann man das bestimmt auch irgendwie umstellen. Das müssen wir uns gleich nochmal angucken, wie wir das auf eine saubere Anzeige bekommen. Weil wir haben jetzt sehr, sehr, sehr viel mehr Reserve, als wir eigentlich brauchen. Und ihr seht, wir sind sogar schon schnell genug. Das hätte jetzt auch so für einen Orbit reichen können. So, wir verabschieden uns jetzt aber mal von der hinteren Stage. So, machen das auch ganz schnell aus. Mit X könnt ihr sofort euer Triebwerk ausschalten. Und dann können wir mit dem Zeitraffer ganz gemütlich in Richtung Apoapsis driften. Und da machen wir unseren Orbit dann zu einem richtigen Orbit. Da gibt es dann auch die Erfolgsmomente. Oh, wir haben die andere Mission ganz vergessen, fällt mir gerade ein, ne? Ärgerlich. So. Zack. So, jetzt richten wir uns hier auf dem Prograde aus. Das heißt, das ist in Flugrichtung, auch wenn das gerade nicht wirklich gut zu erkennen ist, in Flugrichtung ausgerichtet. Und dann können wir mit Z unser Triebwerk wieder zünden. Und das könnt ihr euch im Map-Modus am besten angucken. Mit Rechtsklick könnt ihr die Periapsis, das ist der niedrigste Punkt der Umlaufbahn, pinnen. Und sobald die über 70 Kilometer ist und die Apoapsis ist dann sinnigerweise auch über 70 Kilometer, seid ihr in etwas, was man einen Orbit nennt. Und herzlichen Glückwunsch. Umkreise körben, Ziel erreichen, abgeschlossen. Wir haben dem Bergungsteam nicht gesagt, dass du im Weltall bleibst. Also sucht es sucht dich also noch. Tolle Arbeit. Sehr gut. Okay, also wir sind das erste Mal in der Umlaufbahn. Das gibt relativ viel Kohle und relativ viel Erfolgskohle. Und jetzt können wir nochmal gucken, dass wir eine Landung hinbekommen, die, na, ich sag mal, ungefähr nah beim KSC ist. Und da kommen wir jetzt zu dem ersten Ding, Orbitalmechanik. Orbitalmechanik ist eine lustige Sache, weil da alles ein bisschen unintuitiv funktioniert, sagen wir mal. Das heißt, wenn ich, hier ist das Kerbin Space Center, wo wir gerade gestartet sind. Und wenn wir dort wieder runterkommen wollen, müssen wir im Idealfall eigentlich auf der anderen Seite bremsen. Denn Orbits funktionieren immer entgegengesetzt. Ihr habt ja jetzt festgestellt, dass wir gerade hier auf der Apoapsis in Richtung Beschleunigen gebrannt haben. Und was dann steigt, ist nicht die Apoapsis, sondern die Periapsis. Also es reagiert die gegenüberliegende Seite des Orbits auf das, was ich tue. Das heißt, was ich jetzt tun muss, um damit was ausrichten zu können, ist, ich lasse mich erstmal im Orbit mit Zeitraffer gemütlich rübertreiben. Und damit wir aber auch noch im Tageslicht landen, hier wird es jetzt nämlich langsam dunkel, werden wir jetzt mal eine Insellandung anpeilen. Das heißt, was ich jetzt mache, ist, ich gehe jetzt retrograde, also ich bremse meinen Orbit ab. Ich brenne gegen meine Flugrichtung. Das kann man hier ganz gut sehen. Also ihr seht, wir fliegen in diese Richtung um Kerbin herum, aber mein Triebwerk zeigt in diese Richtung. Und wenn ich jetzt den Map-Modus aufmache und die Periapsis einraste, ganz wichtig,
Rechtsklick auf die Periapsis. Periapsis ist der niedrigste Punkt des Orbits. Die will ich wissen, wo die ist. Und die bringen wir jetzt mal so runter auf ungefähr 25 Kilometer. Das sollte reichen, damit wir auf jeden Fall einen Wiedereintritt fliegen. Und ihr seht, die Änderung passiert halt auf der anderen Seite. Jetzt habe ich ein bisschen viel gequatscht. Jetzt sind wir bei 18 Kilometer. Das bringt uns auch nicht um. Alles ist gut. So, und was jetzt passiert ist, wir werden jetzt runterfallen. Wir haben jetzt unsere potenzielle Energie der Höhe eingetauscht gegen Bewegungsenergie. Das heißt, wir fallen jetzt runter und nehmen dabei Schwung auf und werden dann natürlich auf die Atmosphäre treffen und ganz, ganz fürchterlich warm werden dabei und abbremsen. Das Ganze bringen wir jetzt mal etwas schneller zum Vollzug. Zack. So, kurz vor dem Wiedereintritt empfiehlt es sich, wenn ihr noch eine Rakete habt, so wie ich, vor allen Dingen auch mit Treibstoff drin, man kann damit natürlich auch noch bremsen oder irgendwo hinfliegen. Wir könnten jetzt aktuell übrigens zum Mond fliegen, wenn wir das wirklich wollen. Da empfiehlt es sich nochmal, den Hitzeschild jetzt freizulegen, okay? Also einmal stagen, denn so ein Hitzeschild hilft halt enorm, wenn man nicht verbrennen will. Ihr kommt jetzt aus einem Orbit. Aus einem Orbit habt ihr unheimlich viel Energie, die in Wärme umgewandelt wird. Das heißt, es empfiehlt sich hier wirklich, wirklich dringend, diesen Ablator mit dabei zu haben und nicht irgendwie zu hoffen, dass das schon gut gehen wird. Tut es nämlich nicht. So, was wir jetzt nochmal machen ist, ich kann mit diesem Pinnübbel hier mir die Sachen zurechtpinnen, damit ich die habe, wenn wir in der niedrigen Atmosphäre sind. So, dann vergesse ich die nicht. Dann kann ich nämlich meine Experimente machen. Beim Hochfliegen haben wir es ja nicht getan. So, und die anderen Dinger können wir machen, wenn wir gelandet sind. Da muss ich nur dran denken. So, wir werden jetzt gleich auf die Atmosphäre treffen, bei 70 Kilometern. Erstmal passiert nichts. Ihr könnt im Regelfall davon ausgehen, bis ihr so ungefähr auf 50 Kilometer Höhe seid, ist alles total in Ordnung. Der einzige wichtige Part, den ihr tun solltet, ist, das hier so ungefähr auf Retrograde lassen. Sobald ihr jetzt in der Atmosphäre seid, könnt ihr aber auch Folgendes tun. Das ist das Schöne, so eine Kapsel an sich ist nämlich aerodynamisch relativ stabil. Ich habe jetzt mal SRS rausgenommen, mit voller Absicht. Also die Kapsel wird sich jetzt selber im Luftstrom stabilisieren, sobald halt ein Luftstrom da ist. Ab 70 Kilometer ist der wieder da, auch wenn er noch sehr dünn ist. Und ihr werdet sehen, je tiefer wir in die Atmosphäre kommen, umso stabiler liegt die Kapsel gleich im Luftfluss drin. So, wie gesagt, bei ungefähr 50 Kilometern, je nachdem, wie schnell man reinkommt, wir haben jetzt 2400 Meter pro Sekunde drauf, das ist ziemlich schnell, werden die Hitzeeffekte beginnen, weil die Atmosphäre dicht genug wird, dass wir wirklich massiv Hitze erzeugen über die Reibung. Gleichzeitig wird das aber auch dazu führen, ihr seht, noch steigt unsere Geschwindigkeit, weil wir fallen ja runter, dass unsere Geschwindigkeit beginnt zu sinken. Das ist jetzt der Tausch. Wir tauschen Bewegungsenergie gegen Wärmeenergie aus. Wir bremsen also. So funktioniert ein Wiedereintritt und deshalb wird es so warm bei dem Wiedereintritt. Was jetzt hier passiert ist, bei echter Raumfahrt, bei KSP, vermute ich, dass es einfach nur heiß wird, ist hier vorne, wird die Luft so stark verdichtet, dass sie nicht mehr, also weil wir so schnell angeflogen kommen, dass sie in einen plasmaartigen Zustand übergeht, dabei sehr viel Hitze erzeugt und diese Hitze halt gegen das Raumschiff strahlt. Also das Ganze findet so ganz, ganz knapp hauchdünn vor dem Raumschiff statt und die Hitze strahlt gegen das Raumschiff und wird dort eben von unserem Hitzeschild abgefangen. Da gehen wir jetzt nicht in der Tiefe drauf ein, was Hitzeschilde für verschiedene Dinge tun können. Da gibt es verschiedene Technologien. Unser Hitzeschild ist einfach magisch und macht Hitze weg. Punkt. Nein, das ist ein Ablator-basiertes. Im echten Leben sind das so Harze, die halt verbrennen bei einer anderen Temperatur und dadurch, dass die Kapsel an sich davor beschützen, in Flammen aufzugehen. Beziehungsweise die Astronauten oder Körbonauten zu kochen. So, okay. Also, wir sind hier ganz gut unterwegs und kommen langsam rein. Und ihr seht, wir bluten immer mehr Geschwindigkeit raus und tauschen die gegen Hitze. Und dafür sinkt hier oben unser Ablator langsam, aber sicher von seinen Werten. Und wir sinken auch immer tiefer in die Atmosphäre. Je tiefer wir in die Atmosphäre kommen, umso stärker wird dieser Bremseffekt. Das könnt ihr hier auch mitverfolgen auf dem G-Kräftemesser. Wir haben aber einen sehr guten Einstiegswinkel im Moment. Also wir sind jetzt so bei 2G. Das ist echt in Ordnung.
Das ist halt ein sehr flacher Eintrittswinkel gerade, den wir fliegen, wodurch wir nach und nach erst in die tieferen Atmosphärenschichten kommen. So, bei ungefähr 1000 Meter pro Sekunde habt ihr das Schlimmste überstanden, hitzetechnisch. Also ihr seht auch hier, der Verbrauch sinkt jetzt schon vom Ablator und bei ungefähr 1000 Metern pro Sekunde wechselt das rüber im Regelfall zu einem Überschalleffekt. Der Hitzeschild beruhigt sich auch wieder und voilà, wir sind durch die hohe Atmosphäre durch. Das heißt, wir können jetzt hier unsere. Nein, das ist immer noch die obere Atmosphäre. Müssen noch ein bisschen tiefer gehen, tiefer gehen. So, wir können jetzt gleich unsere Experimente aber trotzdem noch machen und werden dann zur Landung ansetzen. Das funktioniert eigentlich ganz von alleine. Man fällt halt einfach runter. Man muss nur daran denken, den Fallschirm rechtzeitig aufzumachen. So, ich nehme jetzt hier alle Experimente noch aus der niedrigen Atmosphäre und jetzt ist mittlerweile auch unser Fallschirm wieder grau. Und ihr seht, das SRS war die ganze Zeit aus. Das ist auch relativ stromsparend und hilft dann natürlich dabei, die Kapsel zu stabilisieren. Das heißt, ihr müsst euch da gar nicht drum kümmern. Wenn es nur die Kapsel ist und die richtig rumgedreht ist, weiß die eigentlich, wie sie wieder eintreten muss und hält sich da auch dran. So, ich mache jetzt den Fallschirm an. Und die Dinger hier kann man übrigens mit einem einfachen Klick wieder drauf lösen und dann einmal rechtsklicken, dann sind sie weg. So, ich trinke mal kurz einen Schluck und wir warten, dass die Kapsel sich dem Boden nähert und dort hoffentlich ganz wundervoll und langsam aufschlägt. Ihr seht, hier ist es ein bisschen hügeliger, aber gemessen wird das Deployment des Fallschirms immer zum Abstand zum Boden. Also er deployt 700 Meter über dem Boden, da müsst ihr euch eigentlich keine Sorgen machen. Da gibt es kurz ein bisschen Gehkraftbelastung und ihr seht, wir sind jetzt da auf Höhe der Berge, aber wir haben noch ein paar Meter bis zum Boden, sind bei 6, Meter pro Sekunde. Das ist eigentlich okay. Unter 7 seid ihr normalerweise mit den meisten Teilen eigentlich safe, dass da nichts kaputt geht. Ich hau jetzt den Zeitraffer kurz rein und wir können jetzt hier gemütlich nochmal landen und unsere Experimente nehmen. Und dann gucken wir uns gleich nochmal die Delta-V-Anzeige in der FAB an. So, gelandet. Jetzt gucken wir kurz. Das hier sind die, die schon was haben. Das sind die, die noch leer sind. Wir protokollieren natürlich hier nochmal alles. Und hier können wir auch nochmal, jetzt sind wir gelandet, unseren kleinen Trick durchspielen. Wir können nämlich die Daten nehmen. Wir können einen Crewbericht machen. Warum? Wartet mal. So. EVA-Bericht, warum macht ihr denn? Achso, ich habe auf die Kapsel geklickt. Ich Kasper, genau. Ihr müsst natürlich auf den Körbel klicken. Also wenn ihr wieder an die Kapsel geht mit F, könnt ihr euch wieder festhalten. Dann legen wir hier die ganzen Experimente in Reingehen wieder rein. Zack, und können dann nochmal einen Crewbericht machen. Jawohl. So, damit sind wir jetzt tutto completo mit den Sachen durch. Bergen das Raumfahrzeug und haben den nächsten großen Schwung Wissenschaftsdaten drin. Wie gesagt, jetzt müssen wir noch mal gucken mit der Delta-V-Anzeige. Da habe ich mich selber gerade ein wenig getrollt, mit den Anzeigen wegen Atmosphäre wahrscheinlich. Da muss man gucken, wo der Knopf ist. Das erforschen wir aber gleich zusammen. Also, wir haben jetzt 77 Wissenschaftspunkte wieder zusammen. Da können wir gleich noch was von kaufen. Teile haben wir auch ein bisschen was geborgen. Und Jebediah Kerman hat jetzt die erste Stufe erreicht für den Erfahrungspunkt, den er bekommen hat. Kann jetzt also, ich glaube, Prograde und Retrograde holen. Also der Pilot kann jetzt selber mit dem SAS in diese Richtung zeigen, was schon mal ganz angenehm ist. So, wir gehen jetzt einmal kurz in die Fahrzeugfabrik, damit wir das noch aufklären können. Warum, wieso und weshalb. Und ob man das noch irgendwie einstellen kann. Ah, hier, okay. Genau. Also, was wir eigentlich hätten wissen müssen, ist das hier. Und da seht ihr schon, Delta-V-mäßig sind das 6.353. Hust, hust. Denn diese Stufe hier ist halt einfach im Vakuum sehr viel effizienter. Ihr seht, wir haben ja eigentlich eine Oberstufe mit 2.300 Delta-V. Und dadurch, dass meine Einstellung hier, und das habe ich verpatzt, auf 0 Kilometer Höhe war, seht ihr, sind das nur 576. Denn dieses Terrier-Triebwerk hat deutlich weniger Schub und Leistung. Auf nautischem Null. Ihr seht, da sind das nur 14 Kilonewton, das ist der Schub. Und die Effizienz oder ja, Leistung, Effizienz trifft es eher, gemessen in ISP.
Ist 345 im Vakuum, was sehr gut ist verglichen mit den anderen Triebwerken, die wir haben. Die haben so 310, 315, 310 und 320, genau. Und wir haben hier 345. Das heißt, wir verbrauchen einfach für die Menge an Schub, die wir bekommen, viel weniger Treibstoff. Die ist aber auf nautischem Null bei 85, also unglaublich schlecht, sogar schlechter als bei diesen Triebwerken, weil es dafür einfach nicht ausgelegt ist. Und das war der Fehler. Also hier müsst ihr dann gucken, ich habe es auch nicht gemacht, dass wir umstellen können. Ihr könnt auf Meereshöhe stellen, ihr könnt verschiedene Höhen auch austesten und da mal gucken. Achtet mal unten auf die Anzeige. Nein, da passiert nichts. Jetzt, ach so, warum hat das jetzt das gemacht? Der hat, glaube ich, eine Weile gebraucht, um es zu berechnen. Okay. Genau, also ihr könnt hier mit der Anzeige quasi spielen und seht, wie sich der Schub entwickelt. Seht ihr das? Guckt mal. Hier seht ihr die Meter pro Sekunde auf 0. Auf 3 Kilometer Höhe sind es schon 1100, weil die Atmosphäre dünner wird. Und je höher ihr kommt, umso effizienter wird dieses Triebwerk. Und das war der Fehler in der Berechnung. Deshalb, also die Upper Stage ist eigentlich super dafür und das heißt dann im Umkehrschluss, dass wir uns von diesen Tanks hier einfach mal ganz viel sparen können. Also da hätten es wahrscheinlich genau diese Menge auch getan. Zack, und ihr seht, das ist immer noch zu viel. Also wir hätten noch kleiner bauen können als das eben, weil wir eine sehr effiziente Upper Stage haben. So, okay, werden wir in den nächsten Runs betrachten mit. Jetzt gehen wir uns aber erstmal fröhlich neue Bauteile holen. Und werden dann den nächsten Flug antreten.